Hallo meine Lieben und einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich möchte euch einmal unter anderem ein neues Plugin vorstellen, und zwar ist das ein Plugin, das nennt sich Chat Filter. Ja, dieses Plugin filtert einmal bei euch aus dem World Chat den ganzen Rotz raus, wie Verkaufe oder sonstigen Spam, der euch so ein klein wenig nervt. Ja. Können wir euch mal kurz zeigen hier. Ja, wo haben wir es? Weg damit. So, und zwar gehen wir hier mal kurz auf Zusatzmodul. Da haben wir den Chatfilter. So, und wie ihr das nämlich auch hier sehen könnt, dieses Chatfilter-Plugin ja, filtert wie gesagt den Weltchat. Ja? Und es werden alle Beiträge, die was tun damit verkaufe, VK, was ja die Abkürzung für verkaufe ist, verschenke, VS, was ja auch die Abkürzung für verschenke ist, Segen der Waller, Kaufe etc. pp. Das wird alles aus dem Weltchat rausgefiltert. Ja? Ihr seht jetzt einmal bei mir zwei Reiter, wie ihr das hier sehen könnt. Hier oben haben wir einmal den originalen Weltchat. Ja? Einmal dies hier in Blau ist der originale Weltchat. Und darunter hier einmal in Gelb, das ist einmal der Weltchat mit dem Filter, also mit dem aktiven Filter. So, wenn wir uns das Ganze jetzt mal kurz durchgucken, sieht das so auf den ersten Blick ja eigentlich alles gleich aus. Ja? Jetzt scrolle ich hier mal kurz ein bisschen hoch, wo gerade was verkauft wird. Müssen wir mal irgendwas suchen hier. So, denn hier haben wir zum Beispiel jetzt von einem Spieler, der kauft zum Beispiel überragende Essenz der physischen Beherrschung. So, dies dürfte jetzt hier unten natürlich nicht drin stehen. Da müssen wir jetzt mal kurz gucken, dass wir in die richtige Zeile rutschen. Und zwar, hi Leute, hab ein gutes halbes Jahr nicht gespielt. Dann wollen wir das mal kurz gucken, wo wir das hier stehen haben. Genau, hier haben wir jetzt den Text, hi Leute, hab ein gutes halbes Jahr nicht mehr gespielt, so wie hier auch. Und darüber steht natürlich jetzt, jo, das mit den drei Erweiterungen für die Legis würde mich auch interessieren. Ja? Und da steht nämlich hier oben auch drüber. Und wie ihr sehen könnt, ist dieses Kaufe überragende Gedöns, steht hier überhaupt nicht drin, weil das wurde im Vorfeld gleich direkt rausgefiltert. Ja, das gleiche gilt natürlich auch hierfür. Zum Beispiel verkaufe 100 Brocken Khazad Scan Gebot IMS. Auch das steht hier unten einmal nicht drinne. Auch da suchen wir dann einmal kurz die Zeile Suche Anschluss an 6er oder 3er Schlachten. Das war einmal kurz. Genau, hier haben wir es auch schon stehen. Suche Anschluss an 6er oder 3er Schlachten. Und darüber haben wir natürlich nirgendwo stehen, dass da irgendwer jemand, ja, irgendwelche Erze oder sowas verkauft. Ja, also das wird direkt gefiltert und steht dort nicht drinne. So, wie man jetzt hier auch wieder sehen kann, hier verkauft zum Beispiel jemand House-Items. Okay, das hat er natürlich jetzt so geschrieben, dass es nicht gefiltert wird, weil da halt diverse, weil das zu dem Filter steht. Aber ist ja auch völlig Banane. Aber auf jeden Fall tut das Ding schon mal eine ganze Menge rausfiltern. Allerdings hat das Plugin eine kleine Schwachstelle, würde ich mal sagen, ja. Bei dem Plugin selber wird auch einmal Suche rausgefiltert. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel jemand in den Weltchat zum Beispiel reinschreibt, keine Ahnung, Suche Segen der Waller, ja, würde das bei euch nicht auftauchen, weil das rausgefiltert wird. Das Problem allerdings jetzt ist, wenn jetzt zum Beispiel jemand schreibt, ich suche eine Sippe, ja, oder suche zum Beispiel Wächter für Turok, Wächter für Sternendom etc. pp., wird das ebenfalls rausgefiltert. Das ist so der kleine Nachteil. Ja? Aber ihr könnt das natürlich ganz easy going modifizieren, das Plugin. Wie möchte ich euch jetzt auch einmal ganz gerne zeigen. Ihr müsst logischerweise das Plugin erstmal installieren. Ja? Wo ihr das runterladen könnt, findet ihr einmal unten in der Videobeschreibung. Dort habe ich euch einen Link gesetzt zur Lotro Interface Seite, wo ihr das Plugin runterladen könnt. Im Lotro Compendium ist dieses Plugin Chat Filter nicht vorhanden. Ja, ihr dürft das aber nicht verwechseln, weil es gibt ein ähnliches Plugin, das nennt sich World Chat Filter. Das hat mit diesem Chat Filter Plugin aber nichts zu tun, denn dieses Chat Filter Plugin basiert auf dieses World Chat Filter Plugin, aber das sind zwei verschiedene Dinger. Ja. So, wir haben jetzt hier einmal ja, das Plugin, dann gehen wir hier drauf auf Chat Filter. Und dann ist für uns hier interessant diese main.lua. Diese müssen wir jetzt einmal editieren. Ja, und dann seht ihr jetzt hier zum Beispiel eigentlich der ganze Rotz, was zum Beispiel gefiltert wird. Ja, zum Beispiel hier, Verkaufe wird rausgefiltert, Verkaufe groß geschrieben wird gefiltert, VK groß
und so weiter und so weiter und so fort. Und wenn wir einmal runterscrollen, haben wir dann ganz hier unten einmal das Suche, das gefiltert wird. Das Suche einmal groß geschrieben und das Suche einmal klein geschrieben. Wenn ihr jetzt aber allerdings die ganzen Suchebeiträge gerne in dem Welche stehen haben möchtet, wie zum Beispiel Suche Sippe oder Suche Wächter, für Sternendom etc. pp., könnt ihr Folgendes machen. Ihr könnt jetzt natürlich diese Zeilen hier einmal komplett löschen, dann sind sie weg. Ja, die könnt ihr einfach auslöschen. Oder wenn ihr da so ein bisschen Angst habt damit, benennt es einfach um. Ihr könnt dann zum Beispiel Suche einfach umbenennen in, keine Ahnung, sagen wir mal GG. GG wäre ja die Abkürzung gegen Gebot. Ja? Und hier unten können wir dann zum Beispiel schreiben, keine Ahnung, machen wir einmal ein kleines G und einmal ein großes G, was ja auch spricht gegen Gebot. Ja? Oder, keine Ahnung, zeitgleich könntet ihr das auch irgendwie als Filter nutzen für Schimpfwörter. Schreibt da irgendwie rein, keine Ahnung, Bumsen oder weiß der Geier was. Das ist ja völlig euch überlassen. Ja? Wichtig ist auf jeden Fall, wenn ihr diese Zeilen vollständig löschen solltet, ja, dann ist es wichtig, dass sich hier ganz unten zumindest nochmal zwei solche END, also END, die müsst ihr rauslöschen. Ansonsten erhaltet ihr eine Fehlermeldung bei dem Plugin, dass es nicht geladen wird. Ja? Von daher denke ich mal, wäre für euch sicherlich der einfachste Weg, wenn ihr einfach diese Suche einfach in irgendetwas anderes umbenennt, was ihr meinetwegen im Weltchat nicht lesen möchtet. Ja? Wie gesagt, entweder ersetzt ihr das durch GG gegen Gebot oder ihr schreibt da irgendeinen Scheiß rein, der im Weltchat sowieso nicht stehen würde, wie Hitler, Blasen, Bumsen oder weiß der Geier was, das ist ja völlig euch überlassen. Das könntet ihr dann so machen. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeiten, das zu erweitern. Das liegt da vollkommen an euch, wie ihr das macht und wie ihr das haben wollt. Ja? So, dann gibt es noch ein weiteres kleines Problem. Das hatte ich mir nämlich gerade mal angeschaut. Und zwar, wenn ich jetzt mir einmal das Programm starte, Plugin Compendium, ja? Denn das Plugin Compendium ist selber, beziehungsweise dieses Chat-Filter-Plugin ist bei Plugin Compendium irgendwie ein klein wenig fehlerhaft. Warum, zeige ich euch jetzt. Ich muss es mal kurz hier in mein Programm reinsetzen. Genau, da oben haben wir es jetzt auch einmal stehen. So, machen wir das einmal so. So, und jetzt seht ihr einmal hier, wir haben hier einmal Chatfilter Version 1.1, aber es gibt angeblich eine neue Version 1.4. Hm. Ja, da ist jetzt das Problem. Hier solltet ihr das Plugin auf jeden Fall nicht updaten, wenn ihr es modifiziert etc. pp. Denn wenn ihr das jetzt einmal updatet, dann wird das Plugin unter anderem gelöscht und ihr installiert euch das Plugin World Chat Filter. Ja, also ganz, ganz wichtig, das nicht machen. Installiert das Plugin am besten manuell. Also ihr geht auf die Lotro Interface Seite, siehe unten in der Videobeschreibung, wo der Link steht. Ladet es euch dort runter, entpackt das ganze Gedöns. Ja, und dann müsst ihr das bei euch im Dokumente-Ordner bei The Lord of the Rings, dort wo in der Regel auch eure Screenshots gespeichert werden. Wenn ihr noch nicht habt, müsst ihr dort einen Ordner anlegen namens Plugins, wie ihr es hier unter anderem sehen könnt. Jetzt muss ich mal eben kurz hier, so, jetzt haben wir es. Also nochmal, ihr geht auf Dokumente, ja, The Lord of the Rings Online. Wie gesagt, das ist der Ordner, wo eure Screenshots gesaved werden. Dort geht ihr auf den Ordner Plugins. Wenn das bei euch noch nicht vorhanden sein sollte, erstellt ihr diesen Ordner. Den öffnet ihr. Ja, und dort ladet ihr das Plugin einmal rein. Beziehungsweise, wenn ihr es runtergeladen und entpackt habt, dann habt ihr nämlich diese Ordnerstruktur. Wo haben wir es denn hier? Dieses hier, so nennt sich das nämlich. 1, 4, 5, bla 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 bla. Chatfilter, schlag mich tot. Ja. Öffnet ihr einmal und dann nehmt ihr sozusagen diesen Ordner. Macht ihr meinetwegen Rechtsklick, ausschneiden oder kopieren. Je nachdem, wie ihr das möchtet. Und dann, wie gesagt, Dokumente, The Lord of the Rings Online, Plugins. Und dann macht ihr einfach Rechtsklick, Bam, einfügen. Und dann habt ihr hier diesen Ordner von Nierazia. Und dort habt ihr dann die, ja, die Dateien logischerweise drin stehen. Ja? Aber wie gesagt, updatet es nicht über das Programm Lotro Compendium oder Plugin Compendium, wie auch immer das sich das nennt. Weil dann habt ihr das Plugin nicht mehr, dann wird es nämlich überschrieben. Ja, ganz einfach. Und ja. Was auch noch wichtig ist, ist zum Beispiel, weil ihr seht ja jetzt hier zum Beispiel, ich habe jetzt hier oben einmal den originalen Weltchat und hier unten ist ja einmal der gefilterte Chat.
Ja, wir können hier wieder sehen, da steht es wieder Verkauf in Schrift der Beweglichkeit. Steht im originalen Welcher drinne und hier unten bei der gefilterten Version steht es nicht drinne. Da haben wir zuletzt stehen, okay, danke, so wie wir das hier stehen haben, okay, danke. Und darunter dieses Schrift der Beweglichkeit Gedöns wird komplett gefiltert. Ja? Ihr könnt es natürlich jetzt so machen. Ihr könnt diesen Weltchat entweder permanent aktiviert lassen. Ja, das könnt ihr ja hier auf Filtereinstellungen unten auf Weltchat könnt ihr entweder ja den Häkchen rausmachen. Dann ist der Weltchat für euch komplett deaktiviert. Ja? Denn das Plugin selber, wenn ihr dieses Filter-Plugin anhabt, das wird bei euch im Reiter allgemein, den habe ich jetzt einfach benannt in Welt, dort wird dann euch der Weltchat angezeigt. Wie ihr sehen könnt, ich habe hier keinen Weltchat aktiv. Ja? Der ist deaktiviert. Aber das Plugin tut euch sozusagen in diesen Reiter euch den Weltchat reinschreiben sozusagen und dann seht ihr dort den Weltchat. Wie das ja hier unter anderem steht, kann ich euch noch mal kurz zeigen. Weil hier steht zum Beispiel, das Plugin funktioniert nur, wenn der Weltchat aktiviert ist, bevor du mit deiner Charakter einloggst. Manuelles Aktivieren vom Weltchat nach Einloggen funktioniert derzeit nicht. Scheint ein Bug bei Turbine zu sein, zum Beispiel, ja. Also vergiss niemals, den Weltkanal vor dem Ausloggen wieder zu aktivieren. Ansonsten musst du erneut einloggen. Ja, wie gesagt, wir könnten jetzt alternativ das Ding hier einmal deaktivieren. Dann können wir den Weltchat nicht mehr lesen. Wir spielen ganz schön geschillt und so weiter und so fort. Und wenn wir dann irgendwann ausloggen wollen, müssen wir halt einmal dieses Plugin wieder, dieses Plugin nicht, aber wir müssen den Weltchat einmal wieder aktivieren, damit das Plugin beim nächsten Mal einloggen dann auch richtig funktioniert. Ansonsten funktioniert das leider nicht. Ja, so, aber ich denke mal, die meisten werden das bestimmt vergessen, wenn sie irgendwie bis spät in die Nacht meinetwegen am Daddeln sind, wenn sie das bestimmt vergessen, das zu aktivieren. Ja, das kann man dann einfach so machen. Ihr erstellt euch hier meinetwegen irgendwie einen neuen Reiter, kann man ja unter anderem machen. Ja. Irgendwie in bla 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 bla, keine Ahnung, was für einen Reiter ihr euch erstellt. Erstellt ihr euch sozusagen einen, ja, einen unsichtbaren Reiter. So, dann habe ich jetzt zum Beispiel, warte mal, jetzt habe ich hier dieses Ding umbenannt, ne? Umbenannt. Bob, machen wir das mal wieder so rückgängig. So, wir wollen ja einen Reiter hinzufügen. Warum geht denn das nicht? Ah ja, genau, hier können wir eine Registrierkarte erstellen. So, jetzt haben wir eine neue Registrierkarte erstellt. Wo ist sie denn hier? So, jetzt könnte man sagen, rein theoretisch sagen, okay, ich möchte in dieser Registrierkarte jetzt einmal gerne den Weltchat mir anzeigen lassen. Gehen wir einfach auf Filter. Weltchat ist an. Bam. Und dann gehe ich hier auf Chat. Mache meinetwegen hier den Filter Weltchat aus. Und mir wird dann hier wirklich nur Zipper angezeigt. Schlachtzug, Wähler, Beratungskanal und meine benutzerdefinierten Kanäle. Morton SNG, Quaye SNG oder weiß der Geier, was ihr da für Benutzerkanäle habt. Ja, und dann habt ihr hier sozusagen im Hintergrund den Weltchat, der läuft dann einfach weiter. Aber diese Registrierkarte bräuchte euch dann rein theoretisch gar nicht interessieren. Da könnt ihr dann ja hin und wieder mal reingucken, nur um zu gucken, ob das Plugin wirklich richtig filtert oder ob es auch vielleicht irgendwas rausfiltert, was euch wichtig ist oder so. Ja, könnte man ja auch machen. Aber da ihr diese Registrierkarte in der Regel dann eh nicht offen habt, könnte man das so eventuell machen. Und somit braucht ihr nicht ständig das Plugin aktivieren, den Weltchat meine ich jetzt aktivieren und deaktivieren. Ja, so, ich hoffe, ich habe es euch einigermaßen verständlich rübergebracht. Alle weiteren Informationen seht ihr unten in der Videobeschreibung. Solltet ihr Fragen haben, hinterlasst gerne einen Kommentar. Ich werde es dann gerne beantworten. Und ich versuche euch dann da bestmöglich irgendwie zu helfen. Und wie gesagt, Download-Link etc. pp. Findet ihr unten in der Beschreibung. Und ja, ich bin dann erstmal raus und ich hoffe, das Plugin gefällt euch, mir gefällt es super, da habe ich schon ewig drauf gewartet. Ja. Und ja, euch dann soweit noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.